Zeigen Sie mir bitte an diesem Golf, wie man den Beifahrer-Airbag auf der Seite, den Passenger-Airbag, ausschaltet. Dann geht ihr bei. Ihr nehmt den Schlüssel, drückt aufs Knöpfchen, Schulterblick-Türe öffnen. Dann geht ihr rüber. Das reicht normalerweise, wenn ihr das mit Worten erklärt. Aber ich zeig's euch einmal. Ihr geht dahin, wo der Fahrlehrer normalerweise sitzt. Und hier habt ihr so einen Schlitz. Da könnt ihr mit dem Schlüssel das Ganze umswitchen auf Off. Und jetzt ist der Beifahrer-Airbag ausgeschaltet. Jetzt will er natürlich nochmal wissen, woran man das erkennt, dass der Beifahrer-Airbag ausgeschaltet ist. Dazu macht ihr die Zündung an. Dauert 1-2 Sekunden. Und jetzt würde es dort leuchten. Passenger-Airbag, Beifahrer-Airbag ist ausgeschaltet. Jetzt fragt man sich, was soll das Ganze? Geht um den Kindersitz. Bitte unbedingt die Bedienungsanleitung lesen. Ist wichtig, das Kind ist sonst sehr, sehr gefährlich, dass, wenn der Airbag ins Genick schießt. Dazu dem Thema bitte Bedienungsanweisung lesen. Tschüssi.